So, bin gespannt, wem es auffällt. Hey guys, euer N-Smash wieder hier am Drücker mit einem neuen Part von Shantae Half Genie Hero, dem Hardcore Mode. Ja, der letzte Part, der war... Warte, ich will darüber gar nicht mehr reden. Halt, wir haben hier ein Blümchen, das kennen wir ja schon... Nein, das nicht. Das kennen wir ja schon seit dem letzten Part. Und ja, wenn wir in anderen Welten dieses Blümchen platt stampfen, dann bekommen wir Metallschrott. 1 von 5. Also so viele müssen wir davon nicht sammeln. Halt. Können wir auch noch was holen, denn wir sehen jetzt eine Krabbe und können unter Wasser uns fortbewegen. Und da ist noch eine versunkene Seele. 2 von 10. Ja, also in... Also in diesem Level können wir... Ja, noch ein bisschen was holen. Mit unseren neuen Fähigkeiten, die wir haben. Aber Hauptziel ist jetzt erstmal... Nee. Hauptziel ist jetzt erstmal, dass wir wieder in den zweiten Bereich kommen. Und nebenbei gucke ich, dass ich noch ein bisschen Cash einsammle. Alter, ey, sag mal, wie viele von euch gibt's hier eigentlich? Ein Monster-Ei, ob wir das endlich mal abgeben können? Ich will's hoffen. So, da unten ist eine Truhe. Da kommen wir jetzt nur unter Wasser hin, aber selbst mit unserer Krabbenfähigkeit kommen wir da noch nicht hin. Ja, alles zu seiner... Alter! Ich bin doch nur ein kleines Äffchen. Ist nicht gerade hier lieb. Ja, was wollte ich sagen? Ach ja, zu der Truhe kommen wir noch nicht hin, weil uns noch eine bestimmte Sache fehlt. Ja, yeah, noch ein Monster-Ei. Alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit. Ja, komm. Ich will noch ein bisschen Cash einsammeln hier, ja, so. Alter. Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay, doch, ich habe es gesagt. Ach komm, wir machen uns gleich auf in den zweiten Bereich, weil ich will euch jetzt hier nicht langweilen. Oh, halt, Moment. Moment, Moment, Moment. Das Tor gab es hier auch noch. Ja, hier kommen wir nicht durch, es sei denn... Wir werden zum Elefanten. Und dann bekommen wir, ja, ich hab's vorhin angesprochen und boom, da haben wir es. Die Sache, die wir brauchen, um an die Truhe zu kommen, wir haben jetzt die Meerjungfrauenfähigkeit, beziehungsweise den Meerjungfrauentanz und können jetzt zu einer Meerjungfrau werden und können uns jetzt noch freier unter Wasser bewegen. Ist das nicht geil, Leute? Ist das nicht geil? Wisst ihr was, ich hol... Sorry, ich habe zwar gesagt, wir gehen jetzt schon gleich in den nächsten Bereich, aber jetzt, wo wir schon diese Meerjungfrauenfähigkeit haben, habe ich Bock hier, ja, jetzt doch noch ein bisschen Unterwassererkundung hier zu machen. Und das ein oder andere noch, oh, wow, hier noch ein bisschen einzusacken. Und ja, hier gibt es auch wieder ordentlich Minen. Im Hardcore-Modus sind das sogar noch mehr Minen als im normalen Modus. So, da oben müsste es, glaube ich, was geben. Ja, eine versunkene Seele. 3 von 10. Oh, einen kleinen Moment. So, meine Uhr. Ja, ich gucke jetzt diesmal ein bisschen auf die Uhr. Nicht, dass es zu lang wird. So, hier auch wieder ein Felsbrocken unter Wasser und eine versunkene Seele. Da kommen wir auch noch nicht hin. Selbst mit unserer neuen Fähigkeit, die wir jetzt gerade bekommen haben. Aber das reicht noch nicht aus. Ach, Mist. Nein. Okay, dann können wir jetzt doch noch nicht so viel hier einsammeln. Ich dachte, es würde ein bisschen mehr gehen. Aber da habe ich mich anscheinend geirrt. Gut, aber wir holen jetzt wenigstens noch schnell die Truhe. Denn da müsste, wenn ich mich nicht irre, ein... Oh, fuck, ich habe mich geirrt. Ein Galerieschlüssel. Ich hatte gehofft, es wäre ein Herzhalter. Na gut. Ja, gut. Jetzt machen wir uns aber auf zum zweiten Bereich, damit wir endlich mal hier in der Story ja, ein bisschen vorankommen. Nein!
würde gerne... Ja, ich würde gerne lebend dort ankommen. Der Death-Counter ging ja im letzten Part schon ein bisschen nach oben. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. So, hier müssten wir eigentlich durch, aber kommen wir noch nicht. Alles zu seiner Zeit, Leute, alles zu seiner Zeit. Und schon ein kleines Äffchen. Kleines Äffchen. Fiese Krabbe! Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ihr könnt mich alle! Also jetzt kriegen wir hier Monster-Eier en masse. Also wenn wir jetzt da am Ende hier jetzt keins übrig haben, was wir abgeben können, dann... Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich will doch noch das Geld hier oben. Ach Leute, ich bin so geldgeil. Das ist, sorry. Aber es ist... Wir haben 5 Monster-Eier. Also wenn wirklich, wenn da keins übrig bleibt für diese olle Lady in Scuttletown, dann weiß ich auch nicht. Wir brauchen hier halt das Geld für neue Fähigkeiten. Und ich will euch jetzt nicht unbedingt mit diesem Teil hier langweilen, wo ich im Badehaus stehe und mir hier selbst... Wo ich mir selbst Geld farme. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch echt so. Ich fange schon wieder an, mich ein bisschen aufzuregen, ja. Der Schmerz aus dem letzten Part, der sitzt immer noch. Der sitzt noch tief. Sehr tief. So, dürfte ich jetzt bitte. Danke. Hi, Speicher-Opi. So, Monkey Power, damit wir hier etwas schneller vorankommen. Ein bisschen schneller, ne? So, warte, genau. Wir brauchen ja noch die, den Alligator-Stick. Da unten watschelt ja ein Alligator. Und den müssen wir jetzt so besiegen mit Feuer, damit er auch schön knusprig angebraten ist. Mmh, lecker, 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 lecker. Oh, da ist er außer Atem. Ja, komm, ich bereite deinem Leiden schnell ein Ende. Da haben wir's, Alligator Steak. So, aber eins brauchen wir noch, denn es sind ja die beiden Girls in Scuttletown. Die möchten jeweils ein Alligator Steak haben. So. Du. Ja, was willst du? Ach, du kannst mich doch nicht angreifen. Junge. Oder Mädchen, keine Ahnung. Kann gerade nicht erkennen, was du darstellen sollst. Na komm schon. Dankeschön. So, Monkey Power. Damit wir schnell vorankommen. Dubidubidubidu. Nein, halte ich da nicht fest. Ah, stimmt, hier gab es ja auch noch ein Blümchen. Perfekt. Benjamin Blümchen. Oh. Metallschrott, 2 von 5. Wir kommen ganz gut voran. Sagt er und stirbt wieder am Ende des Parts. So, hier können wir jetzt endlich durchpreschen, weil wir die Elefantenpower haben. Und da wartet eine etwas skurrile alte Oma auf uns. Jetzt können wir gucken, war hier im Wasser irgendwas? Nö, war nichts. Okay. Und da kommen wir nur mit der Affenpower, also aktuell mit der Affenpower dorthin. Weil anders da, ja, ist ein bisschen schwierig. Muss ich überlegen, wie spreche ich denn die Alte jetzt? Ja, hallo, junge Dame. Ich bin Grandma Blobfish. Ich würde dir zwar anbieten, dich eine Weile auszuruhen, aber ich stecke gerade in einem kleinen Schlamassel. Ein Schlamassel? Oh je, je. Meine Enkelkinder sind davon gelaufen. Davon gelaufen? Haben die... Du siehst nicht gerade aus, als ob du Beine hättest, ey. Und ich würde mal behaupten, dass deine Enkelkinder, ja, der gleichen Spezies angehören wie du. Diese kleinen Bengel im Auge zu behalten, ist nicht einfach. Sie müssen hier irgendwo sein. Würdest du dir die Zeit für ein altes Mütterchen nehmen? Ja, komm. Ich bin Gentleman oder in dem Fall Gentlewoman. Keine Ahnung. Das ist wundervoll. Hier, ich hab was für dich.
Du hast Krabbenschere. Oh ja, jetzt haben wir einen Angriffsmove für unsere Krabbenpower. Insgesamt sind es 5 Blockfischkinder. Bitte sag ihnen, dass es Zeit ist, nach Hause zu ihrer Oma zu kommen. Und ich hoffe jetzt, dass ihr im Hintergrund keinen Klack, 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 Klack hört. Denn eins meiner Chinchillas meint wieder Lärm zu machen, also trinkt gerade. Und ich hoffe, ihr hört das in der Aufnahme nicht. Ja, es ist das gleiche Chinchilla. Es hat vorhin was getrunken. Ich habe extra gewartet mit der Aufnahme. Und jetzt trinkt dieses... schon wieder was. Das will mich echt nur ärgern, ey. Mann, ey. Chinchillas, ey. Also meine Chinchillas, ey, die sind unglaublich. Die kannst du echt manchmal... Ich sag jetzt lieber nichts, weil sonst kommen hier die... Ja, so kommt hier noch der Tierschutz. Und sie denkt sich, mein Gott, was ist das für einer? Und so einer hat Tiere. So ein Wahnsinniger. Das kotzt mich aber manchmal wirklich an, wenn ich denke, die Chinchillas sind halbwegs ruhig, was sie meistens auch eigentlich sind, wenn ich aufnehmen möchte, aber manchmal denken die sich, oh, der nimmt jetzt auf, jetzt müssen wir Krach machen. Ja, sind Tiere nicht was Wundervolles? So, und hier können wir noch mit dem Elefant durchbrechen. Und da wartet noch eine hübsche Truhe auf uns und es ist schon wieder ein Galerieschlüssel. So hundertprozentig weiß ich auch nicht auswendig, welches Item in welcher Truhe ist, aber ich hoffe immer, dass es ein Herzhalter ist, aber jetzt aktuell ist es, wow, irgendwie immer ein Galerieschlüssel. Aber wie gesagt, die zählen auch zu den... Nein! Oh, was mache ich denn? Die zählen auch zu den 100% und ja, es ist halt eine nette Spielerei, also was heißt Spielerei? Es ist halt was ganz Nettes, was man damit freischalten kann. Warum verschwende ich eigentlich meine Zeit mit dir? Alter, ich war jetzt so im Gespräch vertieft. Wieso kletter ich eigentlich noch? Alter, was ein Fail. Ich war hier jetzt so am Erzählen, dass ich hier einfach mal hochgeklettert bin. Ich muss doch hier unten hin. Meine Güte. Ich muss doch... Unter Wasser. Sorry. Von zu viel Chinchilla-Geschichten habe ich total vergessen, dass ich hier eigentlich unter Wasser muss. Sorry, Leute, sorry, tut mir leid. Tut mich leid, tut mich sorry. So, hier haben wir das erste dieser Blobfisch-Kinder. Da unten ist noch eine Seele, aber da kommen wir, glaube ich, auch noch nicht hin. Verdammt. Ach, Leute, ich bin wieder ein bisschen durcheinander, Nehmt's mir doch nicht übel. So, hier ist auch noch ein bisschen Seegras, was wir zerschnippeln müssen. Zwar kein Blobfisch, aber eine versunkene Seele. Sehr gut. So, geh da rein. Ja, sehr gut. Zack, zack und zack. Na gut, aber so ganz umsonst sind wir da jetzt nicht hochgekraxelt, denn wir haben ja einen Galerieschlüssel gefunden. Also so ganz umsonst war es nicht. So, Nummer 2 und Nummer 3 wartet gleich dort drüben. So, 3, 5, 5. Gucken auf die Uhr. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Und noch eine versunkene Seele. Wunderbar. Die Hälfte haben wir schon. Ah, läuft doch. Läuft doch. Puh, aber lass dich nicht von den Minen treffen, Shantae. Die tun ein bisschen weh, vor allem im Hardcore-Mode. So. Ah, da drüben. Okay. Da kommen wir so nicht rüber, da müssen wir kurz hier uns zurückverwandeln und wieder zack. So. 4 sind drin, noch 1 im Sinn oder so ähnlich. Ja. So, der letzte müsste eigentlich... Nein, der letzte müsste eigentlich hier sein. Oder? Ja, doch. Tatsächlich, ne, ging doch schnell, wenn man es davon absieht, dass ich völlig geistesabwesend da hochgekraxelt bin. So, und jetzt ab zur Omi. Denn die möchte ihre Enkelkinder wiedersehen. Welche Omi möchte das nicht? Könnte jetzt eigentlich auch doch wieder nach oben kraxeln.
um den, den Geldtanz mit dem, für den Warp-Tanz umzutauschen, aber da es noch einiges gibt, was wir uns kaufen müssen, möchte ich das jetzt noch nicht tun. Was ist das? Du hast meine Enkelkinder gefunden? Jo, bitteschön. Oh, du liebe Güte, du hast sie gefunden. Ich bin ganz entzückt vor Freude. Ich würde dir dafür gerne etwas geben. Lass mich kurz in meiner gruseligen Handtasche nachsehen. Du hast Ticket für das Rennen. 1 von 2. Geil. Das ist ein Ticket für irgendwas. Es lag in meinem Briefkasten. Das Porto war bereits bezahlt. Es ist wahrscheinlich irgendwas für junge Leute. Geh schon. Ja, gut. Danke. Danke, wertes Großmütterchen. Komm, Leute, wir machen uns von dannen. Wir sind hier zwar auch immer noch nicht fertig, aber das kommt alles noch. Ich warte jetzt damit noch ein bisschen, bis ich noch ein paar Fähigkeiten habe. Alter. Ich hoffe, ihr hört das auch nicht, aber draußen bei mir, das hört sich an, als wäre hier gerade ein Kind am krepieren. Richtig so. Stimmt, die Nachbarskinder. Alter, das hört sich gerade echt schlimm an da unten. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Ich bin jetzt hier nochmal in das erste Level gegangen. Weil es hier unten ja auch noch was gibt, was wir uns unter Wasser schnappen können. Alter, mir geht das ehrlich gesagt gerade so ein bisschen auf den Sack, ey, dieses Rumgekreische. Nein, geh weg. Ah. Und, was ist es? Ein Herz, Alter, danke. Ja, da muss Chantal erstmal einen Feuerball vor Freude abschießen. Kann ich verstehen, würde ich auch machen, wenn ich das könnte. Nein. Ihr hässlichen Mistviecher, lass los. Mann. Zack, zack, zack. Jo, super. Ich glaube noch 2 oder 3 Unterwasserbereiche gibt's noch, die wir aktuell abgrasen können. Ja. So, viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich gucke jetzt, dass ich hier noch schnell durchkomme einigermaßen, wenn diese ekligen Mistviecher mir hier nicht dauernd auf den Sack gehen würden. Alter. Lauf, Chante! Lauf! Ein Portal, eine neue Fähigkeit? Eine neue Fähigkeit, oder? Ah, nein! Der grüne Stein! Was macht denn der nochmal? Ich glaube, da war irgendwas für Geld, oder? Grüner Stein. Peitsche grüne Edelsteine, um sie in Magie umzu... Ach, so war das. Okay. Also wenn wir grüne Rubine, ja, ich nenne sie jetzt einfach Rubine, ey. Wenn wir die mit unseren Haaren angreifen, dann können wir damit unsere Magieleiste wieder auffüllen. Okay, gut. Nein! Geh weg! Alter, ist das eine fiese Stelle! Haha. Ihr habt mich nicht erwischt. So, dann mal noch schnell hier gucken. Es gab einen Bereich, den konnten wir... Okay, das ist der Bereich. Den können wir erst als Meerjungfrau... nein. Den können wir erst als Meerjungfrau erreichen. Und das Interessante ist, wenn wir eine Meerjungfrau sind, ja, dann stehen diese Sterne auf uns und tun uns keinen Schaden zufügen oder sonst irgendwie nerven. Interessant. Finde ich ganz nett. So, oh, wer bist du denn? Wer bist du denn? Was hat dich denn hierher verschlagen? Wie rede ich denn? Hey, Mädel! Ich bin der Abenteurermann. Der Adventure-Man. Bist du eine Abenteurerin, so wie ich? Spielst du gerne Spiele? Na hallo, ey, ich bin vom Hobby Gamer. Ich bin sogar seit neuestem Let's Player hobbymäßig. Ich habe ein Spiel. Hör genau zu. Okay, rate mal. Du riechst nach Aal.
Junge, du weißt, wie du... Du weißt, wie du mit Frauen reden musst, ne? Liegt vielleicht daran... Liegt vielleicht deshalb daran, dass du hier unten bist. Nö, das war nicht lustig. Hör zu. Da du den weiten Weg bis hierhin auf dich genommen hast, will ich dir etwas erzählen. Ich gebe dir dieses Fopal-Schwert. Ich hab's vor einiger Zeit dem Azur-Ritter geklaut. Alter, bist du ein Penner, ey. Hast du dich deswegen hier unten versteckt? Würde ein bisschen, ja, deine Situation erklären. Das Schwert ist unglaublich fopal. Ich habe es sogar in den Tränen eines Babyaffen getränkt, um es noch fopaler zu machen. Ja, gut, okay. Es ist fopal, dass es wehtut. Ja, dann, das Einzige, was hier wehtut, ist dein Gelaber. Alter, ey. Way forward, wie kommt ihr bitte auf solche Sprüche, auf solche Einfälle, auf solche Witze? Also ich glaube, um so ein Spiel so lustig zu machen, da musst du selbst echt einfach nur einen ziemlich geilen Humor haben. Zum Beispiel. Wenn ich mich nicht irre, gibt's noch eine Stelle, die wir untersuchen können. Yo. Spring! Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein. Alter, Alter, Hilfe! La 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 la. Okay, hier war doch nichts. Dann verziehen wir uns. Wir dürfen jetzt ein bisschen was haben. So, jetzt holen wir uns die Tickets. Ein Ticket haben wir schon, das zweite holen wir uns jetzt auch noch. Und dann guck ich mal. Dann beende ich wahrscheinlich den Part. Ich will immer gucken, dass ich jetzt mal bei 20 Minuten bleibe, weil die letzten Parts, die gingen um die 30 Minuten. Ich glaube, der eine ging sogar fast 40 Minuten. Und ja, hier ist auch noch ein Blümchen, das wir zerstampfen können. 355, Metallschrott. Oh yeah. So, Sollen wir noch was shoppen gehen? Ah, wisst ihr was? Ich glaube, am Ende des Parts gehen wir noch mal kurz shoppen. Weil das nächste Level, das wird... Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, ihr Mädels, ihr wollt eure Gator-Steaks. Sind dies unsere Gator-Steaks für uns? Sind diese Gator-Steaks für uns? Du hast Alligator-Steaks abgegeben. Oh Mann, das ist wirklich ein saftiges Stück Gator. Es schmilzt förmlich im Mund. Was schulden wir dir? Ja, wie wär's mit einem Ticket? Ach ja, richtig. Das zusätzliche Ticket für das Rennen. Hier hast du es. Du hast Ticket für das Rennen. 2 von 2. Wir sehen uns. Bye bye. So, Rotti. Nein, ich wollte nicht mit der Trommel da sprechen. Oh ja. Tickets für das Rennen. Hast du 2 Stück dabei? Bitteschön, ich war extra im Nirgendwo für dich. Du bist wirklich nett. Na, sag ich doch. Wie versprochen hier. Du hast dunklen Splitter! Oh wow, das ist genau, wonach Onkel gesucht hat. Was wolltest du überhaupt mit einem Splitter dunkler Magie? Frag nicht. Sag mal, warum schließt du dich uns nicht an? Du könntest mit Abner und Poe und mir zum Rennen gehen. Nein, danke, Rotty Tops. Es war mir ein anstrengender Tag. Na, wem sagst du das, Mädel? Wem sagst du das? Komm schon! Man muss das Leben genießen, solange man es noch kann. Oder nicht? Mädel, du bist tot. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber du bist tot. Viel vom Leben kannst du nicht mehr mitkriegen. Ich denk drüber nach. Zuerst muss ich diesen Splitter meinem Onkel bringen. Ja, do it. Do it, Shantae. Wir geben uns den Splitter noch ab. Und dann gehen wir shoppen und dann beende ich den Part. Hast du bei deiner Suche nach einem dunklen Splitter Erfolg? Du bist schon zurück. Oh, du hast den dunklen Splitter. Du bist doch nicht immer noch besorgt, oder? Ja, dunkler Magie sollte man eigentlich nicht spielen, aber... Ja,
Der Splitter kommt nach oben, siehst du? Tatsächlich. Genau so, noch zwei Komponenten und unsere Sorgen werden vorbei sein. Was jetzt? Wow. Wer ist dieser Typ? Kannst du ein Geheimnis bewahren? Nein. Ein Raubüberfall? Ich habe unter einem Fahrzeug gearbeitet, deswegen haben sie mich nicht gesehen. Aber ich habe alles gehört. Es wird in Cape Crustacean während des großen Rennens geschehen, das heute stattfindet. Wenn sie herausfinden, wer geplaudert hat, bin ich ein toter Mann. Ja. Wenn du dich so bezeichnen möchtest. Ich war nie hier. Tja, gut, ich stell's nur auf YouTube, also wenn's kein Problem für dich ist. Cape Crustacean? Da findet das jährliche Zauberteppichrennen statt. Ein falsches Spiel könnte die Leben von hunderten Zuschauern gefährden. Hier, eine Karte, die nach Cape Crustacean führt. Oh yeah, mein Lieblingslevel. Not. Danke, Onkel. Viel Glück mit deiner Maschine. Ich gehe zum Rennen. Oh yeah, aber vorher gehen wir erst noch shoppen. Halt. Kurz ins Badehaus. Die restliche Magie auffüllen. Hallo Aladdin. Willkommen in meinem Laden. Ja, gut. Gut. Überlegen. Jetzt muss ich überlegen, was. Okay. Was haben wir noch? Ja. Wir kaufen uns hier diesen. Simica. Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Jedenfalls die. Das dritte und letzte Power-Up für den Pikenball, den wir uns ursprünglich geholt haben. Jetzt können wir nämlich die Säbel fliegen lassen. Oh yeah. Das macht ordentlich Schaden. Aber wir haben noch ein bisschen Geld. Dreifach Feuerball. Rückwärts. Leute, wisst ihr was? Ich beende jetzt den Part. Ich gehe offscreen nochmal ein bisschen Geld farmen, weil, wie gesagt, für das letzte Level da möchte ich gut vorbereitet sein. Also dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Part, generell nächsten Video, wieder mit dabei seid und denkt daran, immer schon zocken. Ciao, ciao!